Ja, das ist noch prima. Freue mich, das Single-Leben ist echt prima. Also freue ich mich richtig. Also 15:07 Uhr und ich darf sogar noch frühstücken. Ich habe jetzt die letzten Reste aus dem Kühlschrank rausgenommen. Ich habe noch ein bisschen Honig, Butter habe ich noch, Salami, Kaschin. Der Rest der Kühlschrank sieht ein bisschen mau aus. Bin Cola. Tomatensauce habe ich noch. Selbst eingekocht. Aber das Gefrierfach, das ist das Allerbeste. Man muss auch mal auf Gefrierfach gucken. Ich habe noch jede Menge gehacktes, drei Pakete. Schnitzel. Bratwurst, Steaks habe ich dann auch noch. Vier Fruchtzwerge-Eisdinger, weil ich freue mich. Gerade ein Video gemacht mit 25 Minuten Länge. Lädt gerade bei YouTube hoch. Kommt um 21 Uhr online, glaube ich. Wenn es bis dahin verarbeitet ist. Das werde ich dann heute Morgen, die nächsten Tage einfach mal in Shorts und Reels zusammenschneiden und in TikToks. Also TikTok, Marek Oldenburg. YouTube habe ich gerade mal geguckt, ich habe mich im vorigen Video versprochen. Bei YouTube mittlerweile 680 Abonnenten, oder 682, also 680 Abonnenten ungefähr. Instagram komme ich auch bald auf die 1000, das habe ich gar nicht gewusst. Ich glaube 970 Abonnenten bei Instagram. War ich letztens echt erschrocken. Ich hatte nämlich geguckt, ich kann mich auch mal hinsetzen. Den ich letztens nämlich mal geguckt. Irgendwie hatte ich erst 500 Abonnenten oder Follower, oder wie das heißt, bei Instagram. Und auf einmal habe ich jetzt 930, 940. Komisch. Ich freue mich auf jeden Fall. Also wie gesagt, das sind einfach nur Aufpackbrötchen von Aldi. Nicht eingefroren, sondern einfach so in der Tüte. Die habe ich mir meistens im Regal liegen. Jetzt mache ich mir noch ein bisschen Butter da drauf. Wird das auch richtig gut. Die Nachbarn hier bei Engels, eine Heizungsbaufirma ist das, glaube ich. Dann wird morgen wieder das Lager aufgeräumt. War aber nicht so schlimm. Bin meistens sowieso erstmal, also heute war ich das erste Mal um 4.30 Uhr wach. Weil ich vergessen hatte, meine Schlafzimmertür zuzumachen. Und deswegen werde ich morgen wach. Ich mache dann nichts, dann stehe ich auf, gehe auf Toilette eben. Und ich gehe wieder ins Bett, ich schlafe noch mal ein, zwei Stunden. Jetzt ist das hier der restliche Honig. Das war so ein, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ein bisschen hart geworden, aber es macht mir nichts aus. Ich nehme einfach einen Löffel, mache mir das hier aufs Brötchen so drauf. Also ich schmeiße das nicht weg. Das bisschen hier, das esse ich noch. Schön Honig. Beim nächsten Einkauf bringe ich wieder Honig mit. Ich habe vorhin auch mal meinen Kontostand geguckt, auch noch. Für den Rest des Monats habe ich jetzt noch knapp 80 Euro, glaube ich, und 20 Euro noch, also ungefähr noch an Pfandgeld im Büro. Das reicht. Am Wochenende sehe ich Levi. Bis jetzt ist das Wetter am Samstag blöd, bisschen. Macht aber nichts, ich denke mir was anderes aus. Also eigentlich gehen wir samstags meistens immer schwimmen, alle zwei Wochen. Was esse ich denn jetzt auf dem vierten Brötchen? Ach, ich mache einfach hier den Honig leer. Also ich zwei halbe Brötchen mit Honig, eins mit Salami, normaler, eins mit Kochschinken. Ich glaube, ich werde mir angewöhnen, jetzt ab sofort nur noch dann die Videos eben zu blenden. Das heißt, also ich schreibe meinen TikTok-Account dazu und meinen YouTube-Kanal. Lösche dann das Originale von meinem Handy und bearbeite dann halt weiter gebrennete Video, also mit meinen Kontaktdaten und so weiter. Meistens mal unten links oder oben rechts. So, nicht mal so lustig. Man denkt immer, heile Welt, alles toll und super. Jetzt habe ich hier liegen, jede Menge Briefe, Post muss ich erledigen die Woche. Abwaschen muss ich auch noch erledigen, das wird meistens ja nicht gezeigt. Teller spiele ich natürlich regelmäßig dann unter Wasser hängt ab, weil er macht die sauber, das stinkt auch nichts. Wie gesagt, ich zeige das wohl mal. Manchmal hat man da einfach keine Lust zu. Manchmal ja schon, manchmal nicht. Und jetzt frühstücke ich erstmal um 15.12 Uhr. Weil ich immer, wenn ich Hunger habe, so eine zittrige Stimme kriege und dann kriege ich so einen Tattermann manchmal. Jetzt habe ich mir hier zwei schöne Honigbrötchen gemacht. Vielleicht gucke ich gleich meine Serie noch zu Ende.
Jetzt noch knapp 2-3 Wochen habe ich noch Freizeit, also Zeit. Dann geht bei mir auch mit dem wahren Leben wieder los. Gott sei Dank. So, das heißt morgens um 7 Uhr aufstehen. Dann ins Büro fahren, also Büro nicht, sondern in die berufliche Reha. Und bis dahin habe ich jetzt noch ein bisschen Zeit, Freizeit. Ich genieße die Zeit. Ich werde den nächsten Tag auch nochmal den Pool da, wie man das sieht, auf dem Video, sauber machen, aufbauen. Und wieder mit Wasser befüllen, weiß noch nicht wann. Mal gucken. Und ja, hier der Wassermaterial, Heißluftfritteuse, die ist immer noch leer. Fett ist im Regal, nutze ich beim nächsten Mal. Wenn ich Freibad-Pommes haben möchte, das richtig fettige, siffige, dann mache ich mir aus der Fettfritteuse welche. So, jetzt gucke ich meine Serie noch ein bisschen zu Ende. Ich weiß gar nicht, was ich da so gucke. Ich glaube, Undercover oder so. Und was natürlich dann auch lustig ist, also ich habe das alte Blackberry-Telefon hier liegen. Der Akku ist kaputt, der ist Schrott. Muss immer am Kabel sein, sonst geht der Akku sofort aus. Und das Lustige ist, wenn man den PIN eingibt, kommt das her, tickt das immer so. Tick. Tick, aber dann gibt man den PIN ein. So. Wird überprüft und funktioniert noch. Also ich habe das einfach nur für, dass meine Bilder gespeichert werden. Also benutze ich ganz, ganz, ganz selten mal. Ansonsten werde ich mir jetzt mein Frühstück schmecken lassen, mein Fernseher anschalten, mit Netflix gucken und nachher nochmal einkaufen fahren. Das ist mein Haushalt. Tabak, ich muss mich los, ich habe keinen Tabak mehr. Ich rauche mal Tabak schon seit 8, 7 Jahren, also ewig. Guck bis Netflix, meine Serie noch. So, da ein bisschen Smart TV, ja, einfach nur auf Netflix. Und ein Wunder geschieht, ich bin bei Netflix. Levi hat auch seinen eigenen Account. Da haben wir Kinder. Levi ist mein Sohn. Und das ist mein Account. Und gucke jetzt noch ein bisschen Undercover weiter. Staffel 1, Folge 9. Und Frühstücke dabei, schön. Da freue ich mich. Yum, yum, yum. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß. Lasst ein Like da. Marek Oldenburg, 680 Abonnenten. 680. Ich freue mich. Ich gucke jetzt hier an der Kamera weiter, noch eine Folge und dann gucke ich weiter, was passiert. Kaffee gibt es auch dazu. Und an der Kamera und let's play. Let's do it. Yum, yum, yum.